die Sachen ausziehen können. So, endlich sind wir die Sachen los. Zum Glück gibt es hier den Raum, wo wir ganz normal atmen können und unsere normalen Klamotten anhaben. Herrlich. Wie geht's dir? Naja, du bist noch aufgeregt. Erste Reise. Ja, ne? Okay. Du weißt, wir werden jetzt eine lange, lange Zeit hier verbringen. Und ich hoffe, du hast einige Sachen mitgebracht, die dich an den Planeten ASMR erinnern werden. Hast du? Okay, ich auch. Ich zeig dir mal, was ich hier alles habe. Und auch einige Dinge aus dem Labor. Kommst du auch nach und nach ein bisschen runter. Ich meine, das Ganze hier ist echt absolut abgefahren, oder? Alleine der Start. Hammermäßig. Aber wir werden eine schöne Zeit haben. Das weiß ich. Also entspann dich. Ich zeig dir mal ein bisschen hier, damit du dich gut zurechtfindest. Und auch die Sachen aus dem Labor. Sehr gut. Ganz entspannt. Weißt du, vielleicht werden wir den Mars sehen oder auch andere Planeten. Wir wissen nicht, was uns da erwarten wird. Träumen dürfen wir und das ist wichtig. Okay. Ganz wichtig, wenn irgendwas sein sollte, sag mir bitte Bescheid, okay? Wir haben hier alles da. Lebensmittel. Wir haben Verpflegung da. Trinken. Das fällt ja alles darunter. Aber auch Medikamente und Co. Gar kein Thema. Was wir auf jeden Fall da haben, auch schon gesehen. Eins ist das hier. Das habe ich auf einem Planeten gefunden.
geschmacksneutral. Das glaube ich auch. Wir werden sehen. Das habe ich auch gefunden. Natürlich habe ich auch kleine Behälter mitgenommen. Wo wir dann Proben nehmen können von den verschiedenen Planeten, die wir besuchen werden. Sie mit Flüssigkeit
dadurch, dass wir natürlich die Stromkosten so gering halten wie möglich, müssen wir sie dann auch selber schütteln, bis sie ganz stark schäumen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Da freue ich mich extremst drauf. Ein extrem guter Fund war noch dieses hier. Das sieht aus wie kleine Sternschnuppen. Es sah absolut hammermäßig aus. Du willst den Orangenen sehen? Klar, hab ich auch da. Manchmal leuchten sie um. Schau. Wie kleine Sternschnuppen. Das ist ein Phänomen. Man weiß nie, warum sie dann leuchten. Einfach faszinierend. Aber ja, das ist so das meiste aus dem Labor. Natürlich habe ich noch weitere Pröbchen. Wo wir dachten, dass das vielleicht normales Meerwasser sein könnte. Wichtig ist, und das ist wie immer so wichtig, gut ausschauen, müssen wir zwei auch. Der Kamm darf natürlich nicht fehlen. Als Morgenroutine. Habe ich doch gewusst, dass du es vergessen hast. Sagen, wenn du einmal
hier habe ich ein ganzes Case voller CDs, die du einlegen kannst. Welche Musikrichtung? Alles. Da ist wirklich alles drin. Einschlafen kannst. Übrigens, falls du den Lukas M, der Bordcomputer. Erschreck dich da bloß nicht, okay? Lukas ist richtig nett. Ja, er besteht aus künstlicher Intelligenz, ja. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten hätte ich natürlich für dich, wir können ein bisschen Basketball spielen. Gar kein Thema. Das macht wirklich Spaß, denn du kannst einfach dich daneben treffen. In der Schwerelosigkeit, wenn wir hier aus dem Raum gehen, fällt er nie auf den Boden. Ist ziemlich schlecht im Basketball. Gar kein Problem. Jetzt bist du der beste Spieler. Und ich weiß auch, dass du Geburtstag hast. Bald. Und selbst da wirst du ein Geschenk bekommen.
habe so einige davon da. Gleich, gell? Bis gleich. Erhol dich gut. Bis eine halbe Stunde.